Die Casetta Rossa, ein kleines Lokal im römischen Stadtteil Garbatella. Sie ist trotz der Restaurantsperre in diesen Wochen zumindest halbtags voll in Betrieb. Denn hier treffen sich Freiwillige jeden Vormittag, um zu kochen und um Essenspakete zu schnüren. Virulente poetische Botschaft aus demselben Boot, in dem wir alle einzeln sitzen. Wenn der kapitale Spaß erblasst, kommt Freude auf. Heute schon und doch noch nicht. Kommt, Leute, entreißt der raubenden Meute die Beute. Die Pointe ist, wer den Anstoß verpasst, schließt sich dem Leben an. Schlussendlich mit Kurzschlüssen, Schüssen, die nach hinten, los gehen wir gegen Losigkeiten, gegen die Arbeitslosigkeit vor allem. Was sich jetzt hier orts zeigt, legt ein Kommen nahe des bedingungslosen Grundeinkommens, dass jede Person ihr Auskommen hat, der Vereinzelung entkommt, wieder vereint, statt einzeln wir. Werden wir aus dem Nebel kommen, der uns verwirrt? Lesen von hinten nach vorne wir das Wort Nebel, wandelt es sich im Leben. So kriegt das alte Wort von Umkehr einen neuen Sinn, wird wieder in, wird nova, tief. Das Angstgesicht der Erde wird angesichts der Rede zu Angesicht, das zu, nicht abspricht. Das aufbricht, was uns abschließt. Hinter geschlossenen Türen bewegen wir uns in Spiralen, gehen, inspiriert, den Kreis, in dem wir gehen, auf. Sehen, geheim gesagt, das apokalyptisch Offenbare, dass es weitergeht, aber nicht so, wie es gegangen ist.